Nach der Länderspielpause geht es für Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart weiter. Nicht mit dabei sein kann dort Innenverteidiger Manuel Akanji, der verletzt daheim bleiben muss. Erlebe die Bundesliga-Highlights des BVB auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Unterdessen werden die Schwarz-Gelben mit dem Transfer eines weiteren England-Juwels in Verbindung gebracht. Roma-Spieler Patrick Schick verrät, dass er sogar ein Angebot des BVB vorliegen hatte. Nicht nach Dortmund kann Atletico Madrid zum Champions-League-Spiel. Die Colchoneros müssen auf ein Hotel in Düsseldorf ausweichen. Erfreuliches gab es von Marco Reus zu vermelden, der Dortmunder Kapitän wird Vater. Hier erfahrt ihr alles, was am heutigen Freitag beim BVB wichtig ist. Romas Patrick Schick bestätigt Angebot vom BVB im Vorjahr, wollte in Italien bleiben. Angreifer Patrick Schick von der AS Rom hat bestätigt, dass vor seinem Wechsel in die italienische Hauptstadt auch Borussia Dortmund ernsthaft an ihm interessiert war, ja, eines der Angebote kam von Dortmund. Aber es wäre nicht fair von mir, alle Offerten von damals zu kommentieren, erklärte er gegenüber Hattrick. Ich habe sie alle geschätzt, wollte aber in Italien bleiben. BVB-Youngster Sanko Reid Nelson zu Bundesliga-Wechsel. Aktuell ist Reis Nelson vom FC Arsenal an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Mitverantwortlich für den Wechsel war Borussia Dortmunds Jadon Sancho, wie Nelson der Daily Mail sagte, wir haben viele Gemeinsamkeiten, weshalb er meinte, ich solle darüber gehen, dass ich meine Brillanz zeigen kann. Jadon weiß, dass ich 1-gegen-1 Duelle liebe und ein schneller Spieler bin. Er sagte mir, dass es dort viele dieser Gelegenheiten gibt, fährt der 18-Jährige fort. Die beiden Youngsters kennen sich aus der englischen U21-Nationalmannschaft. In der aktuellen Spielzeit steht Nelson bei 2 erzielten Treffern, dabei stand er insgesamt nur 93 Minuten auf dem Platz. Bei der Eingewöhnung in Hoffenheim geholfen hat dem Flügelspieler, dass seine Mutter und 2 Geschwister mit nach Deutschland gekommen sind. Lions Cornet träumt von BVB-Wechsel. Im Sommer scheiterte der Wechsel von Maxwell Cornet zum VfL Wolfsburg. Der L'Equipe verriet der Flügelspieler von Olympique Lyon nun, wohin er gerne eines Tages wechseln würde, ich möchte in großen Vereinen spielen. OL ist so einer. Davon abgesehen, gibt es Vereine wie Real Madrid, Dortmund, Atletico. Vereine, die einen zum Träumen bringen. Auch der 22-Jährige weiß allerdings, man muss sein Bestes geben, um dort zu landen und ich werde genau das tun. In dieser Spielzeit darf er sein Können noch nicht oft zeigen. Wettbewerbsübergreifend steht er erst bei 252 Einsatzminuten. Dementsprechend ist er auch ziemlich unzufrieden mit der aktuellen Situation. Ich habe nur Spaß, wenn ich auf dem Platz stehe und vermisse es in dieser Saison, mehr Spielzeit zu bekommen. Er könnte also durchaus bereits einen Wechsel im Winter anstreben. BVB wohl am nächsten England-Youngster dran. Nach Jadon Sancho hat Borussia Dortmund wohl ein zweites Juwel aus England auf dem Wunschzettel. Wie die Sun berichtet, beobachten Scouts des BVB-Innenverteidiger Declan Rice von West Ham United. Declan muss versuchen, weitere gute Vorstellungen abzuliefern, er sollte im Moment nicht daran denken, mehr oder weniger Geld zu verdienen, sagte sein Trainer Manuel Pellegrini über die Angebote. Bislang lehnte Reis alle Angebote, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern, trotz einer möglichen Gehaltserhöhung ab. BVB-Star Marco Reus wird erstmals Vater. Nationalspieler Marco Reus sieht erstmals Vaterfreuden entgegen. Heute möchten wir eine wunderbare Nachricht mit euch teilen. Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin. Wir sind überglücklich und keine Worte können dieses unglaublich schöne Gefühl beschreiben, schrieb der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auf Instagram. Im Februar soll der Nachwuchs zur Welt kommen.
keine Hotelzimmer in Dortmund. Atletico Madrid weicht nach Düsseldorf aus. Der zehnmalige spanische Meister Atletico Madrid muss bei seinem Gastspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch beim Bundesligisten Borussia Dortmund 21.00 im Live-Ticker improvisieren. Da in der Westfalen-Metropole wegen der Finanz- und Versicherungsfachmesse GKM alle Hotelzimmer belegt sind, muss das Team um Superstar Antoine Griezmann nach Düsseldorf ausweichen. BVB-Coach Favre nach Akanji-Ausfall mit Abwehrsorgentrainer Lucien Favre von Spitzenreiter Borussia Dortmund plagen vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart Samstag 15.30 Uhr im Live-Ticker trotz des großen Kaders personelle Sorgen. Wir haben ein Luxusproblem im Mittelfeld, aber nicht in der Abwehr, sagte Favre zwei Tage vor der Partie am 8. Spieltag beim Schlusslicht aus Schwaben. Wer Abwehrchef Manuel Akanji ersetzt, ließ Favre offen. Der Schweizer war von der Länderspielreise seiner Nationalmannschaft verletzt zurückgekehrt. Akanji fällt nach Angaben des BVB wegen einer Belastungsreaktion der Hüfte drei Wochen lang aus. Auch Linksverteidiger Marcel Schmelzer fehlt gegen Stuttgart wegen Knieschmerzen. Stuttgart wollte BVB-Shootingstar Brun Larsen für Rekordsumme verpflichten. Zorc dementiert Borussia Dortmund. Shootingstar Jakob Brun Larsen hat im Sommer ganz oben auf der Wunschliste des VfB Stuttgart gestanden, der bereit war, einen vereinsinternen Rekordbetrag für den Dänen auf den Tisch zu legen. Das bestätigte Sportvorstand Michael Reschke im Gespräch mit der Bild. Wir waren bereit, die höchste Ablöse der Vereinsgeschichte für ihn zu zahlen. Wir haben Dortmund 12 Millionen Euro geboten, verriet er. Trotz der stattlichen Summe kassierte der VfB einen Korb. Michael Zorc war überhaupt nicht gesprächsbereit, hat einen Verkauf kategorisch ausgeschlossen, sagte Reschke. Zorc dementierte ein Angebot der Schwaben am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, jedoch der VfB Stuttgart ist nicht nur einmal auf mich zugekommen, aber ich habe die Tür direkt wieder zugemacht. Wir haben nie über Summen gesprochen, es hat kein Angebot gegeben. Dank Paco Alcacer und Co. BVB Offensive historisch gut. Historische Offensive, Borussia Dortmund erzielte erstmals 23 Tore in den ersten 7 Spielen einer Bundesliga-Saison. Eine solch starke Offensive hatte zuletzt der FC Bayern München 2015/16 ebenfalls 23 Tore nach 7 Spielen. Mit Paco Alcacer stellt der BVB zudem den besten Torjäger der Bundesliga, 6 Tore. Mehr zum BVB.